Nehmen wir auf? Ja. Ich habe gerade die Taste irgendwie so ein bisschen blöd getippt, aber es funktioniert. Also, herzlich willkommen, Leute, zu Let's Play Sims 3. Und ich musste gerade echt nochmal sicher gehen, weil das ja eine Welt ist, die vor tierisch gut drauf, einfach tierisch, bla bla, schon da war, ob wir denn überhaupt einen Reiterhof haben. Aber doch, hier ist tatsächlich einer. So ein bisschen herzlos dahingeklatscht, aber wir haben einen. Was ist denn das? Das sieht ja mal geil aus. Oh, da will ich später drin wohnen. Gut. Oh. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Alles klar. So. Dann bauen wir uns mal ganz flugs ein Haus. Was ist das denn? Ach, da hat einer gebuddelt. Gut. Hier wollen wir unseren kleinen Reitstall einrichten, oder was? Auf diesem kleinen Dinge. Müssen wir vielleicht irgendwann mal ein paar Häuser in der Nachbarschaft niederroppen, ne? So. Bad. Küche mit Wohnzimmer. Schlafzimmer. Und Kinderzimmer. Na, komm, wir wollen nicht so unfair sein. So. Und das Pferd hat dann hier vorne genug Platz, um sich auszubreiten. Schnell noch Türen. Wir können das alles immer noch umbauen, wenn wir Geld haben. Das haben wir aber im Moment nicht. Von daher. Gott, ist das hässlich. Komm, wenigstens nach außen hin muss das Haus schön wirken. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ja, so, schon besser. Einen Fußboden brauchen wir auch noch. Dann nehmen wir mal einen billigen. So ein teurer Fußboden kriegt die nicht. Ja, komm, den da. Im Wohnzimmer gibt's dann den. Oder nee, Quatsch. Hier, der ist viel schöner. Mal was anderes als immer nur dieses Beige. So. Und ein Anstrich, sonst tun die wieder rumfluchen, wie hässlich doch ihr Haus aussieht. Das ist der günstigste. 5, 4, 4, 5, 5, 7. Macht das was aus? 160 zu 200. Auf die paar Cent kommt es uns jetzt auch nicht an. Außen ist halt ein bisschen teurer, ne? Und das Dach ist mal wieder viel zu hoch. Meine Güte. Nee, wir machen hier schön so. Müssen wir die Seiten nicht streichen. Sparen wir Geld. Geld sparen ist ja das A und O momentan. Ich habe ja wieder Geld gespart, indem ich ein Spiegel bestellt habe, das, geringer ausgefallen ist, als die Versandkosten es getan hätten. Aber das wisst ihr ja schon. Ach Gott. Ganz minimalistisch hier halten. So. Ein Waschbecken im Bad brauchen wir auf jeden Fall. Nach dem Klo gehen immer schön die Hände waschen. Da können Sie dann auch da gleichzeitig Ihr Zeug spülen. Badewanne oder Dusche? Badewanne oder Dusche? 1600, ey. Ne, 500. 425. Geht aber so oft kaputt, ne? Na komm, hier. Weiß nicht, dauert glaube ich ungefähr gleich lang. Ey.
Mir ist aufgefallen, die waschen ihre Wäsche nicht, wenn sie gar keine Waschmaschine haben und so. Dann brauchen sie auch keine, ne? So, für den Fall, dass die Dame mal Besuch bekommt. Na komm, geben wir ihr das da. Sieht um einiges besser aus und kostet nicht sehr viel mehr. Nur 110 Sim-Leons. Ich mag das Wort nicht, das klingt so französisch. Ich habe seit der Schule eine Abneigung gegen diese Sprache. So, einen Kleiderschrank gibt es auch noch. Dann brauchen wir einen Esstisch mit entsprechend Stühlen dran. Ich hoffe, von der Musiklautstärke her ist es so halbwegs akzeptabel. So, ein bisschen mit der Kunst Geld scheffeln. Dann brauchen wir... was brauchen wir noch? Ein Bücherregal wäre nicht schlecht. Ein Sofa. Und vielleicht eine klitzekleine Glotze. Vielleicht wäre ein PC auch nicht so ganz schlecht. Ich weiß ja nicht. Komm, das können wir uns jetzt auch noch leisten. Und was wir in den vorherigen Parts, beziehungsweise was ihr nicht gesehen habt, gelernt haben, ist... auf jeden Fall einen Feuermelder anbringen. Auf jeden Fall mindestens dann, wenn Männer im Haus sind. Denn der Carlo, der Gute, der hat ja gerne mal ein bisschen Feuer gelegt. Dann, na, das brauchen wir eigentlich nicht, wenn die einen Fernseher haben. Die können auch Sport am Fernseher betreiben. Lampen! Lampen brauchen wir ganz dringend. Sonst weinen sie alle wieder rum, dass sie nichts sehen. So. Und einen Mülleimer brauchen wir auch noch. Sowas. Recycle mich. Komm, nimm so eine große Tonne. Wir sind ja umweltbewusst und recyceln also. Und Telefon, meine Güte, jeder Sim hat ein Handy einstecken. Ich weiß jetzt nicht großartig, was ich mit einem Telefon machen soll. Gut, was brauchen wir denn hiervon noch? Was kann die Kleine denn noch alles benutzen? Hier kann sie ein bisschen kochen lernen für die Zukunft. Das war's eigentlich schon wieder, oder? Hier hat sie noch eine Spielzeugkiste. Hey, wartet mal. Ah, sah von weitem aus wie Mario. Wie die Mario-Welt. Egal. So, Tierbedarf. Wir wollen uns ein Gaul anschaffen. Das ist alles nicht für Pferde. Irgendwie. Oder? Doch, da. Wildwassertrog. Tierbett, da passt das Pferd nicht ganz rein. Nee, hier fehlt doch noch irgendwas. Nee. Nee. Also, wo ist das denn? Ich muss doch irgendwie Heu oder so. Oder? Hier, Pferde, da. Ja, hier ist das doch. Wieso waren das wohin nicht da? So, dann können wir dem Pferd gleich ein bisschen springen üben. Gehen. Beibringen. Dingens. Kaufen wir gleich mal ein bisschen mehr Heu ein. Obwohl ich weiß nicht, ob wir das auch verteilen können. Ich glaube, wir können eher nur das da verteilen, oder? Was steht denn da? Es scheint dasselbe Heu zu sein, nur größer. Ja, wenn man sich ein neues Haustier zulegt, dann tut man ja auch nicht gleich alles
für das Tier besorgen, sondern nur das Nötigste, weil man ja nicht weiß, in welchen Mengen das Tier bestimmte Bedürfnisse hat. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Und das ist eine Pferdestange. 500. 350. Und das Sorge mit dieser einfachen, robusten Pferdestange für echten Western-Flair. Pferde fühlen sich wie neu geboren, nachdem sie das frische Wasser und das zu sich genommen haben. Ja, das klingt doch schon irgendwie besser als hier der Kram, oder? Dann geben wir unserem Pferd doch lieber sowas. Kommt uns irgendwie, glaube ich, auch billiger, ne? Ja, dann bräuchten wir vielleicht noch eine Box. Zumindest, wieso ist hier nur eine? Ach nee, da ist die andere. Western von gestern. Ach nee, da ist das auch schon alles mit drin, oder was? Da scheint schon Wasser und Trinken dabei zu sein. Also, komm her damit. Holen wir uns halt sowas. Kann man das da reinstellen? Nö. Gut, dann haben wir jetzt noch 460 Sim-Leons, mit denen wir dann uns versuchen werden, ein Pferd zu kaufen. Da kann man auch Pferde kaufen. Pferd kaufen. Nein, wo zoomst du denn hin? Oh, hier ist eine stillgelegte Mine. Ui, er guckt einer raus. Aber das wollen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir wollen jetzt ein Pferd kaufen. Wie heißen denn unsere Mädels eigentlich? Cat und Monika. Ha! Wie geil. Ich habe gestern, oder wann das war, habe ich ein bisschen das Mirko-LP geguckt. Mit Kaizo Mario und dann die ganze Zeit Monika! Ah. Und jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken, wenn ich den Namen sehe. Warum habe ich sie Monika genannt? Konnte ich sie nicht anders nennen? Okay, wir haben nicht genügend Geld. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie ohne Pferd. Ah. Ich glaube, wir können uns auch einfach so umsonst ein Pferd hinzufügen. Hätten wir das schon mal von Anfang an gemacht, dann hätten wir jetzt weniger Sorgen. Das machen wir jetzt auch nochmal im Nachhinein. Und wir werden sie diesmal nicht abreißen, die Hütte. Sonst haben wir nachher wieder das Problem, dass alles weg ist. Wovor wir nicht gewarnt wurden, ja, möchte ich nochmal betonen. Das war nicht meine Schuld. Jetzt mach hin, ey. Das ist ja grausam. Das kommt davon, wenn man während des Spielens aufnimmt und gleichzeitig rendert. Das sollte man dringend unterlassen. Man kann ja zum Glück Haushalte zusammenführen und genau das habe ich jetzt vor. Es ist ja im Prinzip kein Cheaten. Ich habe mir halt nur so ein Pferd umsonst gemogelt. Ja, das ist mir zugelaufen. Ich glaube, es gibt sogar wilde Pferde, die man adoptieren kann. Aber bis wir da eins gefunden haben, sind wir pleite. Können wir nicht einfach nur ein Pferd erstellen? Eieiei. Boah, was habe ich
Kopfschmerzen. So, dann machen wir uns mal ein Pferd und das hat irgendwie verdammt dünne Beine. Vor- und Nachname. Was habe ich denn gestern für einen Film geguckt? Nee. Ich will eine Stute haben. Minka. So. Wie sieht denn die Minka aus? Das finde ich immer so eine schöne Pferde-Textur. Aber das ist auch nicht schlecht. Ich will sowas ganz Ausgefallenes mit so Puschel unten dran. Schon sowas in die Richtung, aber mit einem anderen Fell. Was ist denn damit? Coole Mähne, Mädel. Das sieht doch mal geil aus. Oder hier sowas. Was ist das? Das sieht mehr so aus wie so ein Arbeitsgaul. Mit Stern auf dem Fell. Auch nicht schlecht. Aber unsere Minka, die soll so aussehen. Da will ich jetzt auch nicht groß noch dran rum anpassen, denn die gefällt mir so. Das Zaumzeug ist auch okay. Meine Güte. Accessoires. Mag ich nett. Hier eine andere Satteldecke. Meine Güte. Als ob das so wichtig wäre. Ach Gott. Flink. Genie und Gehorsam. So. Und wie kriegen wir die jetzt da weg? So. Aha. Ja, genau, das haben wir vor. Das haben wir vor. Wir wollen Haushalte zusammenführen. Und jetzt nehmen wir die und platzieren die genau da. Gut. Das wäre geschafft. Wir haben also unser Haus gebaut, unser Pferd erstellt und es hinzugefügt, um Geld zu sparen. Und im nächsten Part fangen wir dann direkt mit der Beschaffung von finanziellen Mitteln an, indem wir uns als freiberuflicher Reiter engagieren. Ja, ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich, wie das Ganze weitergeht. Heute ist ja der erste Part, der nur 15 Minuten geht, ungefähr. Also manchmal überziehe ich vielleicht doch wieder, aber dann dauert das Uploaden halt auch länger. Ich habe ja gestern 7 Stunden lang an einer halben Stunde Videomaterial abgeloadet. Und der ist durchgelaufen, der Upload. Da war nicht irgendwie eine Unterbrechung dabei oder so, warum das so lange gedauert hätte, sondern es dauert nun mal so lange bei mir. Deswegen, jetzt Sims noch so um die 15 bis 20 Minuten maximal. Und dafür gibt es dann ja sonntags noch ein neues Jump'n'Run. Gut. Dann hoffe ich, dass euch das neue Konzept gefällt. Und ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht so dumm anstelle. Bis zum nächsten Mal.